Hier ist Ronja und meine YouTube-Recommendations in letzter Zeit haben mir mal wieder einen Gem beschafft. Und zwar Filme vor und nach ihrer Bearbeitung am PC. Also die rohen Greenscreen-Aufnahmen und in welchen Filmen welche Spezialeffekte gemacht wurden. Und es ist mega fun, okay? Mich interessiert sowas immer total. Und ich dachte, bevor ich mir das jetzt alleine angucke, gucke ich mir das mit euch an, weil es euch vielleicht auch interessiert. Hallo zusammen. Es ist Hallo. Für niemanden ein Geheimnis, dass Computeranimatoren diejenigen sind, denen Hollywood seine Magie größtenteils zu verdanken hat. Wie man sich da fühlen muss, wenn du einfach so der Einzige bist, der in diesem Film mitspielt, wenn du vor allem in so einem Tierfilm, weißt du, die sind ja oft gemacht. Wenn du da sitzt und bist nur so, mein Löwe, warum stirbst du? Und der Löwe ist nur so, er ist nicht da. Du hast vielleicht so ein Stofftier oder sowas. Dass man da ernst bleibt, wie gut die Schauspieler schauspielern können, wird einem dann erst klar. Heute werden wir euch einen Einblick in ihre Tätigkeiten gewähren, indem wir euch zeigen, wie berühmte Filme ausgesehen haben, bevor sie einer Computerbearbeitung That's unterzogen so wurden. Though. Lasst uns loslegen. Die Musik werde ich safe geclaimed. Guardians of the Galaxy Volume 2. Die Filmreihe Guardians of the Galaxy ist wie alle anderen Marvel-Filme voller Spezialeffekte okay. Und Computergrafiken von unterschiedlichen Tatsächlich habe ich noch nicht viele Marvel-Filme gesehen in meinem Leben, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Den Film habe ich auch nicht gesehen. Falls ihr den Film gesehen habt, dann lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob es sich lohnt, den anzugucken oder ob ich es lassen kann. Komplexitätsgrad. Aber es sieht so aus, als ob die Macher an dem zweiten Teil mit größerem Ernst herangegangen wären okay. Als an den ersten. Sie haben den knuddeligen Waschbären Rocket, der per Motion Capturing und mit der Stimme von Bradley Cooper zum Leben erweckt wurde. Praktisch okay. neu erschaffen, nachdem sie sich mit der Maulform und dem Skelettaufbau echter Waschbären detaillierter auseinandergesetzt haben. Selbst an seinem Fell wurden Verbesserungen vorgenommen, um es realistischer erscheinen zu lassen. Bei der Produktion von Guardians of the Galaxy Volume 2 wurden sicherlich Ich weiß, das ist bestimmt echt anstrengend für die Schauspieler, aber das sieht so fun aus. Allein dieses... Warte. Das hier. Von Guardians of the Galaxy Volume 2. Das muss so witzig sein, wenn du da so durch die Gegend hüpfst und du bist an diesen Seilen und du bist oben in der Luft und du keine Ahnung, jumpst so von A nach B und fühlst dich wie so ein krasser Dude. Das, ohne Mist, das würde ich so gerne machen. Das sieht nach so viel Spaß aus. Jede Menge Greenscreens verwendet, denn es wäre sonst unmöglich gewesen, die Szenen, die sich im All und auf fernen Planeten abspielen, echt wirken zu lassen. Obwohl bei den Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy Volume 2 Michael Rooker blaues und Elizabeth Debicki goldenes Make-up tragen mussten, wurden ihre Figuren trotzdem am Computer nachgezeichnet. Ganz zu schweigen von Explosionen, Flügen und den Bewegungen des riesigen Alien-Oktopus mit scharfen Zähnen. Glaubt ihr übrigens auch, dass er dem Kraken aus der Flucht der Karibik ähnlich sieht? Ja, das glaube ich auch. Ich habe nur den Film gesehen, nicht den Alien-Oktopus, aber ich stimme zu. Vielleicht sind sie Cousins, wer weiß. Vielleicht. Planet der Affen. Wer weiß. Einen Film zu drehen, in der mehr als die Hälfte aller Figuren... Stell dir mal vor, du bist einfach angeheuert für einen Film und du musst, also, sagst es so deiner Familie so, ja, ich hab die Rolle gekriegt. Und sie sind so, ey, ja, cool. Wen spielst du? Den Affen. Den einen. Und meine Katze guckt mich nur so an, so, wieso spielst du einen Affen? Das ist doch Quatsch. Du bist doch gar nicht ein Affe. Guck mal, der ist ein Mensch und nicht ein Affe. Die intelligente Affen sind, wäre ohne Einsatz der Performance-Capture-Verfahrens nicht möglich gewesen. Es ist schon klar, dass die Grafiker, die an der Produktion aller Teile, einschließlich Planet der Affen Prevolution und Planet der Affen Revolution beteiligt waren, überaus gewissenhaft ans Werk gingen. Denn selbst wenn man einen talentierten Schauspieler namens Andy Serkis mit dabei hat, kommt man ohne die Hilfe von Animatoren nicht aus. Das ist ja Craziness. Das sind einfach straight-up Menschen, die wie so... Es sieht so affenrealistisch aus. Kein Mensch... Also ich kann mich nicht so schnell auf vier Beinen bewegen. Das ist ja Madness. Die Macher standen vor einer schwierigen Aufgabe, solche Schimpansen und Orang-Utans zu erschaffen, die nicht nur realistisch aussehen, sondern sich dafür eignen würden und sowohl das Regie- als auch das Dramaturgie-Konzept in vollem Maß zu vermitteln. Darüber hinaus sollten die Affen sprechen können, und zwar genauso, wie es hochintelligente Primaten tun würden. Das ist Zum so Glück verfügte faszinierend. Man über Motion-Capture-Anzüge, mit denen sich selbst winzige Veränderungen im Gesicht eines menschlichen Schauspielers erfassen und auf das 3D-Modell eines Affen unter Berücksichtigung aller Besonderheiten der jeweiligen Primatenart übertragen lassen. Allerdings hat dieses Verfahren den Darstellern nicht dabei geholfen, sich wie echte Affen zu bewegen. Das ist ja so crazy! Das ist ohne Mist! Ich finde es so faszinierend. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache am PC, aber die Leute sind ja ausgebildet, die wissen. Das ist ja so crazy!
Okay, es bleibt uns ein Rätsel, ich kenn die ganzen Filme nicht. Starsteller wie Chris Evans und Robert Downey Jr., die bei Superheldenfilmen mitwirken, es schaffen, einen ernsten Gesichtsausdruck beizubehalten, wenn sie vor einem Greenscreen herumlaufen und ihn anstarren müssen. Das sieht immer noch sick aus. Die Sprünge, also bis jetzt, mein Favorite sind die Sprünge und das ist einfach nur Troll. Ohne sich anmerken zu lassen, als wäre es kein Stück Stoff, sondern eine echte Stadt, in der etwas Furchtbares, Wichtiges passiert. Das gilt auch für Elizabeth Olsen, die Scarlet Witch gespielt hat. Denn in Wirklichkeit feuert sie gar keine tödlichen Strahlen ab, aber sie tut so, als ob sie gerade dabei wäre, irgendeine wahnsinnig komplizierte Magie Wirklichkeit werden zu lassen. Wobei sie Paul Bettany unterstützt und dabei sehr überzeugend wirkt. Sogar die Pfeile von Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner, wurden von Grafikern nachgezeichnet. Das Ganze ist also eine einzige Illusion. Wahrscheinlich liegt es an der Professionalität und zum Teil an der Erfahrung der Darsteller, denn sie sind es längst gewohnt. Warum der Shot von dem Betonblock? I don't get it. Müsse schlüpfen, um die Welt vor einem Untergang zu retten. Fast and Furious 7. Kenne ich auch nicht, ich kenne die ganzen Filme nicht. Von den teuren und seltenen Sportwagen, die bei den Dreharbeiten für Fast and Furious 7 eingesetzt wurden, haben die Filmproduktion weniger als 30 heil überstanden. Es mag erstaunlich klingen, aber die verrücktesten Szenen, bei denen man sich eigentlich digitaler Tricktechnik hätte bedienen sollen, um keine Filmrequisiten unnötig zu beschädigen, wurden ohne Computergrafik erstellt. So nach dem Warum? Also, ich meine, gut, wahrscheinlich ist es tatsächlich teurer, die Animation am PC zu machen und die Leute dafür zu bezahlen, die Programme zu kaufen, als die Sportwagen zu schrotten, aber es ist trotzdem, es tut weh. Kann man die Schauspielerin Nathalie Emmanuel auf die Haube eines fahrenden Autos springen lassen? Eine super Idee. Und super übrigens, Idee. Das Drehteam hat tatsächlich ein Auto aus einem Flugzeug rausgeschmissen. Es geschah in der Sonora-Wüste in Arizona und der Kameramann ist hinterhergesprungen, um diesen schwindelerregenden Flug zu filmen. Oh Gott, das ist doch ein furchtbarer Job. Ich meine, ich habe Höhenangst, deswegen... Aber stell dir mal vor, du musst einfach hinter diesem Auto aus dem Flugzeug hüpfen, um das zu filmen. Alter, okay. Okay, das ist crazy. Kam der Schauspieler im Wageninneren auf. Die Szene im fliegenden Auto wurde separat von einem Greenscreen mithilfe einer speziellen Anlage gefilmt, die den Wagen herumgedreht hat. Selbst bei der Szene, wo Dom sein Auto aus dem Fenster durch die Luft in den benachbarten Wolkenkratzer lenkt, handelt es sich um eine echte Aufnahme. Wild. Rippt die ganzen Autos. Die Wolkenkratzer wurden natürlich am Computer nachgezeichnet, weil die realen Gebäude kleiner sind, aber der Sprung hat tatsächlich stattgefunden. Und unserer Meinung nach sieht er ohne Computeranimation sogar besser aus. Das würde ich jetzt nicht sagen. So weit würde ich jetzt nicht gehen, meine Freunde. Ich find's faszinierend, wie ich bis jetzt keinen einzigen von den Filmen kenne. Es tut mir ein bisschen weh im Herzen. Aber ja, ich gucke wahrscheinlich einfach keine Actionfilme. Das ist nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, ich finde es zwar interessant zu sehen, wie die Sachen gemacht werden, so die ganzen Kampfszenen und so. Ich finde es meistens aber langweilig. Ein Film über einen prähistorischen Hai, der jeden frisst, der ihm in die Quere kommt, bis auf Jason Statham, versteht sich, bieten Animatoren unglaublich viele Möglichkeiten, um ihre Kreativität im vollen Maße auszuleben. Denn heutzutage lassen sich die Zuschauer nicht mehr durch subtilen Nervenkitzel wie der in Der weiße Hai beeindrucken. Mittlerweile sind Monster Der weiße Hai klingt nach so einem Trashfilm. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber vielleicht auch nicht. Und zwar je furchteinflößender, desto besser. Um den Megalodon zum Leben zu erwecken, haben die Experten... Okay, Fun Fact, ja, zum Megalodon. Und zwar, es gab eine Zeit, die gibt's nicht mehr. Das finde ich total traurig. Aber früher gab's auf YouTube eine Doku zum Megalodon. Die hieß, der Megalodon lebt. Und es war eine tolle Doku, ja. Mit Beweisen, dass der Megalodon lebt. Es war natürlich Quatsch und die Leute waren die ganze Zeit so, ja, also es hat bis jetzt keiner den Megalodon nicht gesehen. Also es war komplett lost, aber das waren 45 Minuten pures Entertainment. Und ich finde es so schade, dass es diese Doku nicht mehr gibt, weil ich die vor Ewigkeiten, also vor locker 5, 6, 7 Jahren mit meinem Bruder mal geguckt habe. Und ich würde sie so gerne nochmal gucken, aber es gibt sie nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Keine Experteninterviews, die dann so in die Kamera sind und so sagen, ja, also der Megalodon, wir gehen davon aus, der ist... ungefähr 20 mal so groß wie der normalerweise Hai und der ist deswegen auch 20 mal so tief wie der normalerweise Hai. Ja, das klingt logisch. Ja. Das ist, ja, wollte ich nur sagen, finde ich schade.
Wir hatten von Scanline VFX eine Computeranlage mit 2500 Intel Xeon Scalable Prozessoren, die insgesamt mit knapp 100.000 Kernen ausgestattet war, gebaut. Das Spezialeffekte-Team sah sich der Herausforderung gegenüber, nicht nur einen prähistorischen Riesenhai zu entwerfen, sondern auch die Unterwasserschichten und Umgebungen einschließlich realistischer Korallenriffe und Meeresbewohner zu kreieren. Natürlich kam man auch hier ohne ein Greenscreen nicht aus und orientierte sich beim Erstellen des Modells an Aussehen echter Urhaie, damit alles, angefangen bei den Zahnanordnungen bis zur Körpergröße, möglichst realistisch wirkt. Allerdings würde es kaum jemand in Zweifel ziehen, denn kein Mensch hat diesen uralten Raubfisch je zu Gesicht bekommen. Ja, bis auf die Wissenschaftler in der eben genannten Doku. Gern geschehen. Cinderella. Die Dreharbeiten zu diesem US-amerikanischen Film, der sich optisch und inhaltlich am klassischen Zeichentrickfilm von Disney orientiert, fanden in den Ateliers des englischen Studios Pinewood Studios und an verschiedenen Orten in England statt. Die Grafiker übernahmen die Erstellung des computeranimierten königlichen Schlosses mit seinen langen Treppen, malerische Gärten, kunstvollen Brunnen sowie des Hauses, in dem Ella ihre Kindheit verbracht hat. Aber also da kann man doch auch gut und gerne einfach eine Location finden, die passt, in der man filmen kann, oder nicht? Das Ballsaals ein Schloss. Im Unterschied zum Äußeren des Schlosses und dessen Gelände wurde die Kulisse für die Ballszene im größten Atelier Europas per Hand angefertigt, und zwar ohne jegliche Computergrafiken. Dasselbe gilt für die verwandten Tiere, wie die Mäuse, die zu Pferden wurden. Aber das beeindruckendste Beispiel für 3D-Animationszauber bietet wohl die Kleidung der Hauptfigur. Allein für die Anfertigung des Kleides, das Cinderella auf dem Ball trug, haben die Kostümbildner mehrere Monate gebraucht. Ihnen kam die interessante Idee, das Kleid mit kleinen Schmetterlingen zu verzieren, die sich darauf setzen sollten, nachdem die gute Fee es gezaubert hat. Es sei angemerkt, dass Cinderellas Verwandlung im Film sogar besser aussieht, als man es erwartet hätte, wo man über die ganzen Produktionsdetails Bescheid weiß. Das nennen wir echte Kinomagie bzw. Zauber der 3D-Computergrafik. Ich würde die echte Kinomagie gerne mal sehen, aber nee, scheinbar nicht. Ugh, was ist das? Menschen-Echsen. Echsen-Menschen. Schon wieder Echsen-Menschen. Sherlock Holmes, Spiel im Schatten. Das habe ich gesehen. Vor kurzem hat Warner Bros. Angekündigt, dass die Premiere des dritten Film, die ich gesehen habe, mit Robert Downey Jr. für den 25. Dezember 2020 habe ich nicht gesehen. Ich habe die Serie gesehen, nicht den Film. Ich nehme alles zurück. Es ist an der Zeit, sich vorherige Teile nochmal anzuschauen und die darin enthaltenen Spezialeffekte unter die Lupe zu nehmen. Wie den meisten Zuschauern hat sich euch bestimmt die spektakuläre Szene eingeprägt, in der die Hauptfiguren durch einen Wald im Kugelhagel fliehen. Hätte sie bestimmt, wenn ich den Film gesehen hätte. Ja gut, aber das schreit ja wohl Spezialeffekte. Also die Explosion. Das ist ja also, come on. Aber es sieht crazy aus, wie diese Bäume explodieren. Das ist actually insane. Selbstverständlich wurden sie am Drehset von niemandem beschossen. Die Bilder wurden erst nachträglich geschickt am Computer zusammengefügt. Dies betrifft auch die alten Gassen, die in Wirklichkeit ganz anders aussehen. Manche davon mussten von Grund auf aufgebaut werden. Aber für Animationsprofis gibt es bekanntlich nichts Unmögliches. Nee. Man nimmt einen vielschichtigen Greenscreen, führt eine Farbabstimmung durch und schon stehen in Holmes, Watson und Madame Simser-Heron auf einem Theaterdach und überlegen sich, was sie weiter tun sollen. Sicher, dass ihr nie darauf kommen würdet, welche Szenen vollständig computeranimiert wurden. Es sei denn, ihr würdet bei jedem Einzelbild ganz genau hinsehen. Ich finde es immer faszinierend, wie das geht mit den ganzen Greenscreen. Also, ich meine, es ist ja logisch, es ist ja mittlerweile, also es ist ja auch nicht so wirklich Greenscreen, es ist jetzt gar keine neue Technik, aber es ist trotzdem irgendwie crazy zu sehen, wie realistisch das teilweise aussehen. Klassiker. Pacific Rim. Sag mal, könnt ihr mal aufhören, Filme zu zeigen? Ich glaub, das ist der letzte Film, weil das der Balken ist gleich zu Ende. Und ich habe noch nicht einen einzigen Film davon gesehen. 2013 erhielt der Film Pacific Rim unter der Regie Guillermo del Toro bei den Hollywood Film Awards einen Preis für die besten visuellen Effekte. Selbstverständlich können wir nicht umhin, diesen Film zu erwähnen. Aber das sind halt diese klassischen Action-Sachen. Also bei denen, ich muss sagen, bei denen ist ja klar, dass so Spezialeffekte gemacht sind und irgendwie interessieren mich auch nicht so sehr. Ich finde, so die normalen Filme, wo da noch so Sachen eingefügt wurden oder die Sachen, wo sie so Tiere animieren, die finde ich viel, viel faszinierender als sowas. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind. Auch wenn seine Handlung nicht besonders originell ist, sind die Computereffekte im ersten Teil einfach überragend. Sie wurden übrigens von den Animatoren des Studios Industrial Light and Magic erstellt, die vom legendären Regisseur George Lucas extra für die Produktion von Star Wars gegründet wurden.
Die Experten für Spezialeffekte müssen sich viel Mühe gegeben haben, um diesen nicht nur spektakulären, sondern auch schönen Film zu produzieren. Schön ist er allerdings auf seine eigene Art, wenn man riesige Roboter, die gegen gigantische Monster kämpfen, überhaupt als schön bezeichnen kann. Würde ich tatsächlich nicht. Das war's dann aber auch für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!